Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Wir machen nochmal Neka. Und zwar witziges Neka, denn ich habe hier die dritte Wave der Toonie Terrors. Jawohl. Extrem witzig gemachte Figuren, die absolut aus dem Scooby-Doo-Universum stammen könnten, denn so sehen sie aus. Ich finde die super toll. Ich habe hier drei Stück an der Zahl. Einmal den Nosferatu, ne? Einmal die Nonne. The Nun und einmal den wunderbaren Ash Williams aus Evil Dead. Ja, wir schauen uns mal kurz so ein bisschen an, was die Figuren so zu bieten haben. Ich finde das schon immer sehr cool, dieses Design, ne, dass hier hinten immer so ein Kino abgebildet ist. Das hier sieht ja immer so aus, als wäre das hier wie so ein Kinofilm in Amerika. Da werden dann immer so diese Buchstaben oben reingesetzt, ne, dass man weiß, welcher Film läuft. Oder zumindest war es früher so. Ne, und im Hintergrund ist halt so ein schönes klassisches Kino. Und auf der Rückseite hat man immer... ja, so ein Cutout, das man benutzen kann, wenn man dann da die Figur vorstellen möchte. Und in diesem Falle natürlich das Kloster. Na, die Figur gucken wir uns aber gleich nochmal genau an, denn ich pack sie aus. Bei Ash haben wir dasselbe Prinzip. Ist auch der Ash zu Evil Dead 2, da steht es auch hier unten wieder, dieses Kino-Dingens. Kennt das, diese Schilder? Hängen dann oben an den Kinos dran. Bei uns war das, glaube ich, früher mal auch so, ja. Na? Ash halt. Und der hat auf der Rückseite natürlich... die Cabin mit dem lachenden. Ne, und die Lampe, ist die Lampe auch mit drauf? Nein, die Lampe ist nie mit drauf. Aber auf jeden Fall der Kamin. Man hätte auch die Klappe machen können hier, ne? Aber hat man nicht gemacht. Und zu guter Letzt noch Nosferatu. Ja, auch hier steht unten schön Nosferatu drauf. Ist nicht die Kinski-Variante. Gab es auch mit Klaus Kinski mal einen Film. Ne? Sondern der klassische Nosferatu. Ne? Und auch nicht in Schwarz-Weiß, komischerweise. Man hätte den auch schwarz-weiß gestalten können. Ne? Und auf der Rückseite sieht man halt diese Gruft. Ne? Wunderbar. Max Schreck. So hieß, glaube ich, der Schauspieler, der ihn damals gespielt hat. Ich packe sie aus, wir gucken sie uns aus der Nähe an. Habe ich Bock drauf. Los geht's. Fangen wir mit Nosferatu an. Nosferatu, ja. Ein ganz, ganz klassischer Bösewicht. Ja, Bösewicht. Ja, alles basierend auf dem Thema Dracula. Nur hatte man damals nicht die Rechte am Roman von Bram Stoker. Und deswegen hat man diesen klassischen Schwarz-Weiß-Film, Stummfilm ja sogar, mit Nosferatu gedreht. Man hat einfach den Namen geändert und so ein paar Kleinigkeiten, aber generell ist es exakt die Geschichte. Und ja, auch die Optik hat man ein wenig verändert. Ne? Also sehr krass, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass dieser Mensch, der die Rolle gespielt hat, wohl auch ziemlich schräger Vogel war. Ne? Max Schreck, allein der Name sagt schon einiges aus. Faszinierende Figur, finde ich auch richtig gut gelungen. Sieht richtig, richtig toll aus. Das Gesicht ist schön. Ich habe hier einen kleinen Fehler drin, aber gut, das stört mich nicht. Könnte auch zur Figur gehören. Dann halt dieser Anzug, diese sehr, sehr seltsame Haltung. Und das ist halt alles, er ist super dürr. Die Stiefel finde ich geil oder die Schuhe. Sind ja in dem Fall keine Stiefel, sind ja Schuhe. Finde ich richtig schön. Passen auch gut dazu. Diese riesen Hände. Ja, und diese Figur hat auch Beweglichkeitspunkte, aber nicht so viele. Das ist bei diesen Figuren generell so, dass die eigentlich so vorgesehen sind, dass die nur in bestimmten Positionen hinzustellen sind, weil viel geht gar nicht, da die Beweglichkeiten doch eher magial sind. Hier können wir den Kopf so ein bisschen drehen. Na, das geht. Oh, der dreht sich von alleine wieder zurück. Zack, jetzt bin ich drüber. Ja, die können die Arme drehen. Wir können sie aber nicht hoch machen. Das ist schon mal ein Riesenschwachpunkt. Wir haben hier, man denkt, man hat hier ein Ellenbogengelenk. Nein, man kann das nur drehen. Ja, das war's. Keine weitere Beweglichkeit, außer die Hände, die man noch einknicken kann und die man auch drehen kann. Das funktioniert auch, aber das war's dann auch. Also es ist kein Ellenbogengelenk drin, was ein bisschen schade ist, weil dadurch verliert die Figur unglaublich viel an Beweglichkeitsmöglichkeiten. Na, man könnte ihn sich dann so hinstellen, das war's dann aber auch. Man kann hier sicherlich noch die Beine irgendwie drehen, wobei ich das gar nicht machen will, weil ich Angst habe, dass ich es kaputt mache. Kann sein, dass eine Beinbeweglichkeit da ist, ich spüre sie jetzt halt nicht. Na, ich weiß nicht, ich werde ihn vielleicht so hinstellen oder so. Keine Ahnung, man muss mal gucken, wie man den dann richtig hinstellt, wie das am meisten Sinn macht. Na? Also viel ist hier beweglichkeitstechnisch nicht möglich, hätten sie theoretisch auch komplett weglassen können. Dafür hat der Kollege, der jetzt gerade irgendwie komischerweise nicht mehr so sauber steht wie eben, ein bisschen was an Zubehör. Und zwar hat er eine kleine Ratte mit dabei. Na? Die sieht auch super aus. Finde ich zumindest. Und ich habe einen Staubkorn auf dem Finger. Eine Ratte.
Ja, die sieht super aus. Haben sie auch so schön Toonie hingekriegt. Gefällt mir gut. Der Blick, ey. Total toll. Also die kleine Ratte ist schon mal schön. Ja, dann haben wir als nächstes die Nonne. Na, The Nun. Valak sozusagen. Auch das ist faszinierend. Also das Gesicht so schön. Ich habe hier natürlich auch wieder ein Fehlerchen drin. Hier sind so ein paar Klebereste dran. Ihr seht das, glaube ich. Na, aber schaut euch das an. Faszinierend. Also die Optik ist wirklich, wirklich gut getroffen. Und obwohl es halt wirklich dem Film super nahe kommt, na, ist es irgendwie Toonie. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber die ist halt schon allein durch die Haltung so Toonie. Ne? Weil man so... War jetzt komplett unscharf, ich weiß. Aber was soll's. Ja, auch das mit dem Kreuz um den Hals finde ich schön gemacht. Ne? Dann hier... Die ganze Pose ist halt unheimlich dynamisch, aber ihr seht schon, auch das ist halt so gemacht, dass man da jetzt nicht wirklich viel machen kann, bewegungstechnisch. Na, wir können halt den Kopf so ein bisschen drehen, was allerdings natürlich auch gehindert ist hier, na, durch die Nonnentracht. Die Arme runter machen. Na, wenn wir so eine Otto Walkes-Figur darstellen wollen, dann können wir das so machen. Na, wir können die Arme hoch machen und wir haben hier, glaube ich, keinerlei weiteren Bewegungsmöglichkeiten drin. Nein, wir haben keine weiteren Bewegungsmöglichkeiten drin. Das heißt, man kann sie im Prinzip echt nur so hinstellen. Es gibt, na, an der Hüfte kannst du sie noch drehen, aber na, das macht jetzt auch nicht so viel aus. Nur so ein ganz bisschen. Aber das ist halt recht wenig. Na. Hier Füße oder so, da ist auch nichts. Na, unten halt die Platte, damit sie stehen kann, sozusagen. Sieht natürlich super aus so, aber warum eine Beweglichkeit einbauen, wenn sie eigentlich gar nichts bringt? Hätte man hier auch weglassen können. Die Toonie Terrors sind halt eher was, wo man wirklich sagt, okay, das ist so vorgesehen, dass wir die so hinstellen und dann stellt man sie auch so hin. Dasselbe gilt eigentlich für Ash, den letzten im Bunde. Ash Williams. Hier muss ich sagen, das Gesicht ist... ja, also, das ist... eine sehr cartoonige Variante von Ash, ne? Klar, es sind die Toonie Terrors, aber Bruce Campbell erkenne ich jetzt hier persönlich nicht unbedingt. Ne? Ein bisschen, ganz, ganz bisschen. Ne? Ja, schon, aber es ist... Ne, Bruce Campbell ist noch ein bisschen anders, eindeutig. Also, ne, wenn man so aus der Nähe guckt, geht's eigentlich tatsächlich. Ne? Sieht halt wirklich so ein bisschen so aus wie... aus einem Computerspiel, ne? Gefühlt. Aber er sieht fast aus ein bisschen wie, weiß ich nicht, hier, Robert Wagner. Fällt mir dabei eher ein. Na, oder Jorah Mormont hier, den, na, wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall ist der so auch ziemlich schick. Er hat sein blaues Hemd an, hoch zugeknöpft mit dieser, mit den Gurten, na, wo er auf der Rückseite halt hier seinen Boomstick reinpacken kann. Das Ding ist auch ein bisschen drehbar und tatsächlich kann man hier den Boomstick reinstecken. Das funktioniert. Na, er hat seine Kettensäge mit dabei, seine normale ikonische Hose und halt die ganz normalen Schuhe. Ash halt, na, wie man ihn kennt. Bei Ash kann man den Kopf bewegen und zwar ist das witzig gemacht. Man hat ihm einen sehr langen Hals gegeben. Na, dadurch hat man hier eine ganze Menge Bewegungsmöglichkeiten und es ist kein Gelenk zu sehen. Das finde ich eigentlich sehr gut gemacht. Also das ist etwas, was ich mir bei anderen Figuren öfter mal wünschen würde, dass die das halt geschickter machen, dass man halt am Hals nicht so Gelenke sieht, sondern dass man das eben in die Kleidung versteckt. Das ist also super mal wieder. Na, aber ansonsten ist da auch nicht viel möglich. Na, man kann dann wirklich den Kopf so ein bisschen bewegen. Du kannst diesen Arm drehen. Du kannst die Kettensäge drehen, aber du hast hier kein Ellenbogengelenk. Na, du kannst diesen Arm hier bewegen. Und hier hast du witzigerweise eine Art Ellenbogengelenk. Zumindest hast du hier so einen Schnitt, dass du das hier hoch, so hochdrehen kannst, wenn du willst. Jetzt ist mir da der Boomstick aus der Hand gefallen. This is my Boomstick. Den hat er übrigens auch mit dabei. Ein Boomstick. Den kann er sich hier hinten so reinstecken. Siehst du? Zack, ist er weg. Na, und auch hier kannst du noch... Ich glaube, du kannst die Hand nicht drehen. Du hast, das ist halt, man weiß noch nicht mal, was man hier bewegen kann. Ne? Und man hat halt nicht so viele Möglichkeiten. Den Arm halt glatt runter machen. Ne? Sieht ein bisschen komisch aus. Es ist so vorgesehen, dass er so ist eigentlich. Ne? Oder im schlimmsten Falle halt so. Aber auch das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ne? Das ist halt diese Sequenz von wegen, hey, das ist mein Boomstick. Oder beziehungsweise so steht er halt da, wenn er da... Ach, ihr wisst Bescheid, ne? Aber man hat nicht so viele Möglichkeiten, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Eine Hüftartikulation hat er hier zum Beispiel wieder nicht gekriegt, obwohl es easy peasy möglich gewesen wäre, denn am Gürtel wäre eine leichte Trennung möglich gewesen. Na, und man denkt, man kann die Beine bewegen. Kann man auch. Kann man auch. Ne? Sogar relativ gut, aber sie sind unheimlich stiff. Ne? Füße kann man wieder nicht drehen. Also diese Figuren sind echt immer ein Wunder, was die Beweglichkeiten angeht. Nämlich eigentlich gar nicht. Also man kann sie sich nur auf eine Art wirklich vernünftig hinstellen, beziehungsweise auf maximal zwei Arten. Und hat halt nur so ganz leichte Möglichkeiten, ein bisschen was zu verändern. Ne? Schauen wir uns nochmal die Kettensäge genauer an. Die ist natürlich auch genau wie im Film, die rote Kettensäge. Sie ist fast ein bisschen zu sauber.
ne, wie Ash insgesamt selber auch fast ein bisschen zu sauber ist. Aber das sind ja nun keine hyperrealistischen Figuren, sondern eher knuffige, niedlich gemachte Charaktere. Die anderen Waves habe ich euch ja auch alle schon gezeigt, findet ihr ja auf dem Kanal. Könnt ihr euch angucken und auch die nächsten Waves werde ich euch teilweise zeigen, denke ich mal, schauen wir mal. Aber die drei sind jetzt halt die aktuelle Wave und ihr habt sie jetzt gesehen, macht euch euer eigenes Urteil. Ich finde sie ziemlich cool. Ein witziges Detail habe ich euch bis jetzt immer vorenthalten, denn so sieht die Pappe aus, wenn man die Figur darunter schneidet. Ja, ich habe die komplett runtergeschnitten und die Verpackung werden auch entsorgt in diesem Fall. Das ist hier einfach so, ich habe nicht den Platz, um die Verpackung alle aufzubewahren. Die Figuren stehen außerhalb der Box, logischerweise, na, weil ich sie ja zum Auspacken, zum Zeigen auspacken muss. Na, aber hier seht ihr mal, so sieht das aus, ja, total cool. Es ist halt hier so ein Kartenabreißer, ja, so ein Kartenverkäufer, der dann schon ein bisschen länger da wartet. Na? Ja, finde ich absolut witzig, habe ich euch bisher so noch nicht gezeigt, dementsprechend auch das nochmal. Hier haben wir die drei. Eigentlich sind es ja sogar vier, denn der kleine Nosferatu hat eine noch viel kleinere Ratte mit dabei, das habt ihr ja gerade schon gesehen. Finde ich total schön. Also ich mag diese Figuren sehr. Na? Und es kommen auch noch weitere Waves, es sind schon zwei weitere Waves angekündigt. Allerdings sind die eher so, es fängt halt langsam an, sich A zu wiederholen und B so Charaktere zu kommen, die jetzt vielleicht nicht so tolle sind. Ja, da fällt mir gerade die Ratte runter. Na, da muss ich gucken, was ich euch zukünftig davon zeigen kann. Diese drei habe ich euch jetzt gezeigt, wenn ihr solche haben wollt. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu Mighty Underground. Die könnt ihr da gerne anschreiben. Na, die können euch diese Toonie Terrors auf jeden Fall besorgen. Ich finde die Figuren super. Sie sind nicht mal besonders teuer. Es ist einfach ein kleiner, schöner Spaß. Na, fürs Regal. Dementsprechend haut rein. Na, nutzt den Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr den benutzt und Neukunden seid, spart ihr sogar noch ein bisschen was. Ist doch auch eine feine Sache. Und Mighty Underground weiß, dass ihr von mir kommt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn ihr dann wieder einschaltet. Na, ansonsten lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Daumen da, drückt mir mal ein paar Kommentare rein, wie findet ihr diese Figuren. Und dann war's das von mir. Ich bin raus, macht es gut. Tschüss.